Hallo, willkommen Hallo, zurück. zum Schweizer Schimmli. Und Hubschraubischruh. Kannst du von der Pfeife mitnehmen und zurück zum Lager gehen? Das ist ein cooler Dance Move. Muss ich. Und die Pfeifen. Ach, okay. Ein zerknülltes Memo. Heute wies mich zuerst. Heute wies mich zuerst, Spencer, um etwas so zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Ich sag doch in diesem Scheißding. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tür. Tier schützen würde, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss, an der Westseite der Terrasse und hört auf die Hundepfeife. Du bist kein Russe. Und jetzt kommen sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur sie können das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Nicht weinen. Sollte es nicht heißen, ablegen? Ich gehe zu dem Mülltonnen, um das Halsband zu nehmen, wo das Objekt drin ist. Ja, aber was willst du ablegen? Das Halsband. Abnehmen. Und aber doch nicht anlegen. Das ist keine Nachricht an uns. Er soll das Halsband ja anbringen. Wo er die Nachricht erhalten hat. Ja, warum soll das Halsband anlegen, wenn das Objekt, was er will, in dem Halsband drin ist? Er soll es dem Hund anlegen. Ja. Er will es ja verstecken. Oh, okay. Ich kann diese Aufgabe nur ihnen anvertrauen. Natürlich sollen sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Real Sexpuppe. Nein, überleg nicht erst. Im Gegenzug für ihre Hilfe könnte ich es für sie erschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. Eine Real Sexpuppe. Ein Objekt, das mir endlich Geld verschafft. Ich bin so vollgestopft. Spiel nicht mit dem Feuer, deine Jessica. Jessica? Wer ist Jessica? Und warum gehört sie mir? Es trägt eine Klamotte. Ja, es trägt auch auf der Unterseite diese Klamotte. Scheinbar überall. Sogar auf den Feuerstein oben. Mit dieser Pfeife können sie einen Hund selber rufen. Okay. Spielmeister. Was will ich noch untersuchen? Das ist gemischte Kräuter. Was ist da alles drin? Ne? Weed! Eine Mischung aus drei grünen Kräutern. Smoke weed every day. Ich hasse dieses YouTube-Meme-Ding. Warum schaffst du eigentlich nicht mal? Muss ich hier? Bin ich jetzt Zeitmeister oder was? Ja. You're the master of the time. Ich bin Link? Nein. Schade. Link ist auch der Held der Zeit. Nicht der Meister. Er ist der Herr der Zeit. Magst du die beiden Leichen da unten verbrennen, bitte? Kann ich ja noch nicht. Doch. Du hast Kerosin und ein Feuerzeug. Sicher, sicher. Burn! Motherfucker! Aber du musst bedenken, es ist nicht viel drin, ne? Ich weiß. Piu! Was hier? Cool guys don't look like so. Ha?
Da ist der Safe Room drin. Gut, so, warte, wieder mich hin. Ich habe so viel Zeug bei mir. Und nimm ein bisschen Kerosin mit. Es ist noch etwa die Hälfte von Kerosin da. Kann das auffüllen? No, sie haben ihn gerade. Wie viel ist noch dran? Es ist nur noch wenig. Also einmal quasi noch. Das ist so eine fette Truhe, ey. Die ist so fett, ey. Warum sind die Farbbänder nicht gesteckt? Also ich brauche beides, um die Zombies zu verbrennen. Ja. Also mit Kerosin alleine kannst du es nicht verbrennen. Es ist so dämlich. Es ist so dämlich. Hey, wir haben Feuer gemacht. Auf Voll Fleisch. Voll. Gott, die riecht so nach verbrannten Mensch. Die sollte vielleicht auch eine Waffe ausrüsten. Wäre gut. Achso, du kämpfst mit deinen Fäusten. Pam, pam. Geht hier nicht in dem Gang. Roundhouse. Kick. Der Zögus sieht aus, als würde er gleich auseinanderfallen. Trotzdem durchgehen. Okay. Wo sind wir? Ich. Wow! Warum? Wieso rennst du rein? Ich hab auch so sehr eins gedrückt. Wir haben keine Verteidigungsobjekte. Das ist falsch. Ich hab's gemerkt. Yay! Alter, das soll. Das soll gut, oder? Zwar nicht so wie es wollte. Eins haben wir weniger. Lappen Spencer ist. Verschlossen. Ein Rüstungssymbol. Aber Alter, der Schuss war gerade echt gut, oder? Das war nicht mal geplant so. Wieso machst du nichts bei der Tür? Weil ich erstmal ein bisschen durchschlucken will. Ich such die Schrotti. Die Schrotti. Und ich bin, glaube ich, richtig. Ja, aber ich bin richtig. Das ist keine Shotgun. Das ist ein Ohrchrist. Hier scheint etwas gebrannt zu haben. Ein Geruch hängt in der Luft. Wie kann ein Geruch... Was ist denn für ein scheiß deutsches Wort? Was? Hier ist nichts interessant. Was ist ein deutsches Wort? Also Satz. Ein Geruch hängt in der Luft. Deutsch. Eine Schrotti. Das ist auch ein Farbband. Das ist aber eine Fake-Schrotti. Hat aber 6 Schuss. Brauchst du nicht eine Fake-Schrotti? Nee, ich brauch das Gewehr für was anderes. Soll ich mir sterben jetzt? Jetzt siehst du eigentlich mal, was mit Jill Sandwich gemeint ist. Ja, ich weiß schon, was gemeint ist. Achso, okay. Was hab ich erstmal nicht gewusst? Oh God, what did I do now? Gute Übersetzung, oder? Wesker! Barry! Help! Jill! You in there? Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Grab my hand! Guck mal, das funktioniert hat. Was mir auffällt, theoretisch haben wir das Farbband jetzt verpasst. Ja. Egal. Barry. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris.
Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Barry schaut noch so jung aus. Keine Zeit für Sandwiches. Ich finde die Trophäe einfach so geil. Funktioniert die Hundepfeife eigentlich bei allen Hunden? Die anderen sind ja Zombie-Hunde. Da vermute ich mal nein. Immer noch Hunde. Aber Zombies. Oh, kennst du die Szene auch noch? Was die? Kommt da nicht ein Zombie aus dem Stöpsel ziehen? Yep. Plack. Ja, ich hab mich gerade leicht erschrocken. Hast du echt? Ja. Haha. Tritt drauf. Danke. Bitte. Hä? Du hast daneben gekotzt. Ja, eigentlich sollst du bei der Katze beim Klo kotzen. Glaube ich. Jedenfalls. Ein Dorsch! Ja. Und wir haben gesehen, dass Jill hier noch ein Mädchen ist. Ach ja, apropos. Jetzt weiß ich, wir müssen Evil 0 ein und 4 Inventar ist. Öffnen. Ja, Jill, ich habe das schon bei meiner Folge gesehen, dass Jill noch ein Mädchen ist. Ich habe einfach nicht so drauf eingegangen, auch wenn ich es noch wusste. Ich habe einfach nicht drauf eingegangen, ich wusste es noch. Warte. Da ist irgendwas. Sie haben den Dietrich ver... Hä? Bist du auch gerade irritiert, warum das erste Mal da steht? Wie ist denn andere Türen aufgeschlossen? Hm? Wie ist denn andere Türen aufgeschlossen? Ah, hier ist... Togo. Don't shoot at him. Er ist draußen, hinterm Zaun. Was versuchst du gerade? Ich such die Karte. R2. Stimmt. Wo bin ich denn? Ich bin im Erdgeschoss. Also darf ich das kaputt machen, weil... Dünger! Oh Gott! Wir haben nicht genügend Platz. Wir müssen da öfters hin. Wir haben auch Kerosin, oder? Okay. Was ich aber jetzt will ist. Ach ja, die können über den Zaun springen. Das weißt du, oder? Willst du jetzt nicht mal den Dünger mitnehmen? Schäme Karl! Ich glaube, ich habe auch Glück gehabt. Wo ist die Chemikalie nochmal gut? Ach Gottes Willen! Das ist so laut, die Tür. Ach, und du weißt, bei allen Räumen, wo man Fenster dort sehen kann, können Hunde einspringen. Ja. Außer im ersten Stock. Jumpscare, oh mein Gott! Wow, das war jetzt so gefährlich. Dieser Hund hatte, ist an diesem Ding festgehängt. Ich hab's eigentlich nicht gewusst, ich hab einfach nur gerade random geschoben. Ich hab mich schon gefragt, was zum Teufel macht der da? Das sieht geplant aus. Wirklich? Das kannst du auch verschieben. Am besten in die andere Richtung. Munition. Es ist halt echt geplant aus, oder?
Ich hab echt einfach nur random in dem Ding. Das funktioniert nicht. Das sehe ich schon von der Textur her. Ja, schaut nicht so klar aus. Es schaut nicht movable aus. Verschiedene Skulpturen und Zopfwaren. Okay. Sie haben den. Oh! Shortcut. Wetten? Könnte von der Kultur her sein. Sag ich doch. Wer hat diese Kommode zurückgeschoben? Stimmt. Es kommt mir bloß eine Frage auf. Barry. Oh, Jill. Das wusste ich gerade nicht. Any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. See you later. Ciao. So sinnvoll. Um auf das Schlüsselthema zurückzukommen, was du angesprochen hattest, war, das kann nicht klappen, weil der andere war eckig. Das oben ist halt so gedacht, dass du den Schlüssel immer wieder austauschen kannst. Glaube ich. Weil ich glaube, du kannst nur einen Schlüssel mit dir führen. Ja, dann machen wir alle Schwertüren auf. Nur das Ding ist gerade. Wofür brauche ich die Chemikalie? Erstmal in deine Inventarbox. Ja, das heißt, ich muss so was laufen jetzt. Ist die Chemikalie nicht auch irgendwas zum Abfackeln? Ich glaube, die Chemikalie braucht man für irgendwas. Chemikalie X? Ich mach keine Powerpuff Girls! Darauf hast du gerade gewartet, oder? Mich fällt was ein. Du wirkst leicht verwirrt. Weil ich Platz im Inventar brauche. Und ich würde dann auch gleich erstmal das Corison des Vollzeug ablegen. Kerosin. Sobald ich ein paar Zombies. Das Chromosom. Sobald ich ein paar Zombies abgefackelt habe. Ich ist gerade instant den Weg gefunden. Ich gerade echt auf Anhieb die Tür erwischt. Ja. Wow. Wie habe ich denn das geschafft? Weiß es nicht. Ich habe Orientierung gelernt. Dann werde ich auch mal speichern, würde ich sagen, oder? Ja. Passepartout. Wozu braucht man denn jetzt eigentlich dieses Passepartout? Das was? Das Passepartout. Das Holzpassepartout. Ich weiß es nicht. Eine alte Schreibmaschine. Wir machen Schreibforschung als um 0, oder? Nachdem ich im ersten Part beim Null direkt gestorben bin. Bin ich aber auch. Ja, du bist in diesem Let's Play. Also ich bin noch kein einziges Mal gestorben. Ich will von dir, dass du einen Death Counter machst. So wie in The Evil Within 2. Ach Gott, wie viel war es am Ende? 40 zu 30 oder sowas? Ja, ungefähr. Das ist dramatisch! Ach Gott, jetzt gehe ich falsch. Ich habe meine Tür wieder verlernt. Wohin willst du denn? Wohin ich will? Ja. An den ersten Zombie vorbei, den du gefunden hast. Ach, da musst du ins Erstgeschoss und nicht im ersten Stock sein. Ja. Das war dein zweiter Zombie. Den ersten Zombie hast du gekillt. Hi. Wo gehst du hin? Keine Ahnung.
Ich sag, ich hab Orientierung schon wieder verlernt. Darf ich mal kurz eine Frage in diesen Netzplay reinwerfen? Zu Pokémon. Okay. Warum hat Simsalar über 5000, einen IQ von über 5000, aber kann sich nur 4 Attacken merken? Fällt dir irgendeine logische Erklärung dafür ein? Abracadabra, Simsalabim. Ist das eine Erklärung? 4 Wörter? Säule! Warte, vielleicht bekommt Simsa noch eine Entwicklung. Irgendwann mal. Abracadabra, Simsalabim. Vielleicht kommt noch eine Entwicklung. In der 10. Generation. Ist Abra nochmal in Englisch? Hä? Abra nochmal in Englisch? Abra? Ja. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß bloß, dass. Anakazam. Ja. Da lang. Abra. Ja, da war ich, glaube ich, Alkazam. Alter, du hast ihm den Kopf weggefetzt. Was glaubst du, warum ich das Ding gerade nicht dabei haben will? Rüstung. Ich glaube, der hier war auch neu im Remake. Der Aufzug. Ich könnte gleich mal nachladen, fällt mir gerade auf. Das ist komisch. Das ist auch wieder nur ein Spruch, der wohl in Deutsch funktioniert. Abracadabra Simsala. Ja. Im Englischen wäre es Abracadabra Alakazam. Ich weiß. Und Mega Alakazam. Neger? Nein, Neger. Durch! Und Pistolmoni. Ich will den Dolch, nicht das. Ja, aber da ist ein Stück Fleisch. Sie hat Hunger. Da geht was weiter nach vorne. Wie viele Dolche haben wir denn eigentlich jetzt dabei? 4 Stück? Ja. Wow. Ist das vielleicht Menschenfleisch? Ja, Pistolenmunition. Auf den Tellern wimmelt es von Maden. Ein Haufen Gewürze, die sie noch nie gesehen haben. Chili. Sieh es von an. Das nervt mich gerade mit den Türen hier. Der steht auf! Ja, noch ein Aufzug. Der Strom ist nicht eingeschaltet. Dann wissen wir, wann der aufstehen wird. Wenn der Strom wieder eingeschaltet ist. Ja. Die Gewürze hast du schon mal gesehen. Tür gerade kann eben. Ich nicht. Geh. Und das sind Kakerlaken. Ich kann hier noch gar nichts machen. Meinst du? Ich kann mich an diese Katze gerade gar nicht erinnern. Wieso fällt sie eigentlich immer hin? Weil sie eine Frau ist. Schieß ihm den Kopf weg. Wenn ich die richtige Taste drücke, gerne. Warum hat der 2 Schüsse gebraucht? Und vor allem, von hier komme ich. Warum kann ich das erst am Rückweg? Lag der vorher nicht hier? Nein. Ach ja, dafür brauche ich Ding. Ein Rüstungssymbol. So, vielleicht kann ich dank ihm jetzt die Tür öffnen. Weißt du? Ich hab's gehofft.
Leben die hier noch? What the fuck, schon 20 vor 4? Ja. Ich hör was Neues. Schieß die Kräne ab! Mit der Pistole! Okay. Warum? Die werden dich nerven. Fick dich! Die werden losgerannt, während du hochgerannt wärst. Ich glaube nicht. Doch. Wie auch immer, diese Krähe hinter dir erwischt. Ich kann's halt. Wie viele sind denn das? 6 Stück waren es, glaube ich. Magst du dich mal bitte wehren? Ja, aber heilen. Es ist noch okay, wir haben noch genügend Heilmittel. Du weißt doch, wo die sind? Ja. Jetzt wäre es praktisch, wenn wir was droppen könnten. Ein toter Rabe ist da drin. Ja, der liegt auch auf dem Tisch. Aber an die Kinn kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Hm. Okay. Min Jung, stehst du auf? Jetzt schaue ich mir dein Foto richtig lang. Mit was? Mit meinen Vermutungen. Achso, Schlüsselaustausch. Sie. Hast du überhaupt genug Platz? Ja, du hast gerade eine Heilung benutzt. Ich habe genug Platz. Keine Angst. Das glaube ich nicht. Möge wer dieses Symbol. Ja, ja. Ja, ja. Muss diese Katzen jedes Mal kommen. Okay. Leg den Schlüssel wieder hin. Ich bin doch gerade dabei. Da haben wir mal eine Idee, es geht nicht. Ich hab doch gesagt, es funktioniert nicht. Kannst ja trotzdem versuchen. Komm, wie soll das funktionieren? Das Einschlüssel. Müsste nicht eher so sein, dass die Platte runter statt hoch geht, wenn man den Schlüssel einlegt? Na. Da. Ist das klar? Ja, ja. Ach, das war die Tür. Die andere auf der anderen Seite verschlossen, oder? Ja. Gut. Hier war keine Schwertür, oder? Nee. Nein, war sie nicht. Sie brauchen den Schlüssel nicht mehr. Yay. Yay! Nein, es war keine Schwertür. So. Hier war keine Schwertür. Nein, Schwertüpfe. Und so die letzte Schwertür. Achso, so sehen dauernd die Dietrich-Türen aus, okay. Warte, ist das dann. Das geht dann, glaube ich, raus. Ist das dann nicht wieder? So wie bei der anderen. Ja. Kräuter! Wir sind. Balkonie. Ja, weißt du, was hier ist? Affen. Brauchen sie jetzt nicht? Ich vermute mal. Hey, sie wachsen weiter. Chemikalie. Vermute ich mal, dass hier gleich der Mörder ist. Ach, stimmt, ja. Ich sollte vielleicht die Hundepfeife mitnehmen. Nimm die, hol die Hundepfeife! Lass mich erstmal umgucken, okay?
Okay, komm, ich guck nicht, wo es so dunkel. Naja, das mit Unterfall machst du dann im nächsten Part. Ich will mich hier oben weiter umschauen. Also, draußen. Ja, vor allem, ich kann mich noch an das Mosaikgemälde erinnern. Was? An das Mosaikgemälde. Wo du die Hundepfeife aufgenommen hast, kam ein Bild. Achso. Von dem Mosaikgemälde, von da kommst du. Ja, ich sehe es gerade. Schock! Nee. Dum-di-dum-di-dum. Dum-di-dum-di-dum. Kopf ist nicht kaputt! Ich hab's gehört. Das glaube ich auch nicht ganz so. Kannst du dich hier anschleichen? Ja, war super angeschlichen. Der steht wieder auf. Oh, ein Händeschlüssel. Oh, die Tür aufgeschlossen. Hm? Was ist das für eine Tür? Und sonst. Du. Ah! Okay. Dum-di-dum-di-dum. Das ist aber cool gewesen, so ein Partabschluss, oder? Was? Safe Room. Achso. Hallo, ich liege auf der Treppe. Du das auch mal genau von der Schatzi kommen, wenn du dran bist. Der steht so 100% wieder auf, wenn man rausgeht. Yes! Alter, hör auf dich rein. Aber ich bin gut, oder? So ein Vorausahnen und so. Nimm mal den Treibstoffkanister wieder mit und die Hundepfeife. Hab ich noch ein paar Bands hier? Es sind noch drei drin, ja. Das hab ich eben nicht gesehen. Benutzt Steuerkreuz links oder rechts? Hab ich doch schon. Links oder rechts und nicht nach oben. Dann so. Hä? Ja, das hat vorhin aber auch funktioniert. Ich weiß warum. Achso. Naja, doch nicht. Oder L1 von dem. Ja. Okay. Ach, da. Müsste hier dann eigentlich nicht. Oh, da hängt ein Zettel an der Wand. Ja, das wird dann lesen. Toll. Toll, jetzt muss ich wieder lesen. Ey! Ich hab viel gemacht diesen Part, okay? Beschwer dich nicht. Ja, du hast ein paar Zombies geköpft. Die Shotgun gefunden. Alle Schwertschlüsseltüren geöffnet. Farbbandrolle übersehen. Nicht übersehen. Ich weiß nicht, ob ich die brauche oder nicht. Egal. Bis zum nächsten Part, Leute. Ciao. Ciao.